Was Bischof Betzing und seine ganzen Weggefährten des synodalen Weges nicht begreifen können oder wollen, ist, dass man im Ausland sehr wohl, sehr exakt die ganzen Widersprüche der katholischen Kirche in Deutschland registriert. Insbesondere, wie man mit dem Geld der Gläubigen umgeht, das heißt die Kirchensteuer. In Deutschland können linke Theologen, Professoren und sonstige Linkskatholiken den größten antikatholischen Unfug veröffentlichen oder zum Beispiel Veranstaltungen wie den synodalen Weg verkündigen und das hat überhaupt keine Konsequenz. Ja? Null. Das heißt, die können heretische Sachen sagen, schismatische Sachen sagen, sie können auch gegen Rom wettern, gegen das ganze Magisterium. Das hat null Konsequenz. Überhaupt nicht. Das wird einfach alles hingenommen. Aber wenn es ums Geld geht, dann ist richtig was los. Dann wird man gnadenlos aus der katholischen Kirche rausgeschmissen und man darf nicht mehr die Sakramente empfangen. Und natürlich merkt jeder, das Ganze funktioniert nicht. So kann das nicht sein. Das ist völlig absurd und deshalb wird das kritisiert. Jetzt konkret durch Kardinal Dominik Duka, der emeritierte Erzbischof von Prag. Darüber hat Domradio berichtet. Und er lädt die Katholiken, die deutschen Katholiken, die austreten, weil sie den synodalen Weg ablehnen, eben nach Polen, nach Tschechien, nach Slowakei zu kommen und dort eben die Sakramente empfangen, die sie natürlich empfangen können, weil sie den katholischen Glauben haben und natürlich, weil sie dann im Zustand der Gnade sind, also im Falle der Kommunion. Er drückt sich das so aus, deutschen Katholiken, die keine Kirchensteuer mehr zahlen wollen, lädt er nach Mitteleuropa ein, so Kardinal Duka. Zitat, in Tschechien, der Slowakei oder in Polen können wir diesen Menschen die Sakramente spenden. Sie können hier beichten und die Kommunion empfangen. Und damit will er sagen, diese Geschichte mit der Kirchensteuer ist völlig absurd. Die Leute zahlen das nicht, weil sie unzufrieden sind mit dem synodalen Weg. Ja, und deshalb wollen sie das nicht zahlen. Aber es gibt viele Leute, das heißt, es gibt sehr viele Leute, die nach wie vor glauben und die kann man doch nicht von den Sakramenten ausschließen, wie das hier rein theoretisch passiert, wenn man nicht mehr Kirchensteuer zahlt. Ja, damit sie nicht glauben, dass ich hier erfinde, lese ich eigentlich, was der Domradio dazu sagt, weil das ist alles ein Artikel aus Domradio. Unter jenen Menschen, die sich der Zahlung der Kirchensteuer verweigern, seien, wie Duka einräumt, aber gleichsam auch solche Gläubige, die mit der sehr grundsätzlichen Haltung von Papst Franziskus und den Kurienkardinälen gegenüber dem synodalen Weg unzufrieden sind. Das heißt, Leute, die wollen nicht diesen Weg in das Schisma, in eine heretische Betzingkirche finanzieren und deshalb sagen sie, ich denke nicht dran, ich zahle keine Kirchensteuer. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht keinen katholischen Glauben mehr haben und dass sie eben keine Sakramenten empfangen dürfen. Das Ganze ist wirklich haarsträubend. Ja? Also das muss irgendwann mal wirklich hart diskutiert werden. Ja? Dass man Leuten, ja, die aus Gewissensgründen nicht Kirchensteuer zahlen, dass man ihnen die Sakramente verweigert, ja, das ist wirklich unglaublich. Ja? Es gibt schon einige Bischöfe, die haben schon gemerkt, das Ganze geht nicht. Darunter zum Beispiel Bischof Bode, der jetzt der emeritierte Bischof von Osnabrück. Der hat eigentlich schon mehrmals irgendwie darüber hingewiesen. Aber man merkt, die wollen natürlich das Geld haben. Ja? Das heißt, die wollen nicht sagen, okay, ist es egal, ja, wer Kirchensteuer zahlt oder nicht. Sie wollen die Leute zwingen, Kirchensteuer sozusagen Geld zu geben, um ihre ganzen heretischen Geschichten zu finanzieren. Denn das ist wichtig. Ja? Die sagen, okay, aber es gibt doch sehr viele karitative Geschichten. Aber es ist ja für viele Menschen wirklich eine Glaubensnot, ein Glaubensproblem, ein Gewissensproblem, dass sie einen Bischof wie Bischof Betzing finanzieren, der hier eine völlig heretische Kirche aufbaut in seinem Bistum Limburg. Aber jetzt zurück zu Kardinal Duka. Schließlich übt Duka scharfe Kritik an der Führung der deutschen Kirche, insbesondere an Bischof Georg Betzing und Kardinal Reinhard Marx. Das heißt, die Anführer dieses synodalen Weges, Kardinal Marx hat ja diesen ganzen Quatsch erfunden und Bischof Betzing ist ja ein rabiater Aktivist des synodalen Weges, ja, obwohl er ja eigentlich als Vorsitzender der Bischofskonferenz ja eine gewisse moderate Haltung haben müsste. Er tut nichts anderes, als die katholische Kirche in Deutschland in eine Synodalkirche umzuwandeln, entsprechend seiner eigenen Synodalagenda des synodalen Weges. In ihren Klagen über das Sterben der Kirche in Deutschland sieht er nur das Vergießen von Krokodilstränen. Das heißt, im Grunde genommen ist ihnen das gar nicht so richtig wichtig, ja? Weil für sie ist eigentlich gar nicht so der Glaube wichtig, der katholische Glaube wichtig, sondern im Grunde genommen diese ganze Synodalkirche, ja, und durch die Kirchensteuer, dann versuchen sie noch die Leute irgendwie zu zwingen, eben dafür zu zahlen. Es muss eine Gewissensprüfung im Hinblick, das ist jetzt Zitat von Kardinal Duka, es muss eine Gewissensprüfung im Hinblick darauf stattfinden, wie eine Reihe von Bischöfen
Erzbischöfen und Kardinälen mit ihren Pflichten und ihrem Treueeid umgehen. So kann der Duca Beita, Treueeid, das ist wirklich wichtig. Denn er sagt da eigentlich was, was man bei Bischof Betzinger überhaupt nicht sieht. Die katholische Kirche ist ja kein Privateigentum von diesen Kardinälen und Erzbischöfen und so weiter. Sie müssen eigentlich, sie sind einem Amt hineingesetzt worden, ja, wo sie den Glauben weitergeben sollen. Die können nicht irgendwie die ganze Kirche umgestalten, wie sie nicht wollen, ja. Und mit Unterstützung von irgendwelchen linkskatholischen Gremien, das ist genau das, was der synodale Weg macht, das ist genau das, was Bischof Betzing macht. Ja, er behandelt eigentlich praktisch die katholische Kirche wie sein Privatunternehmen, ja, und den gestaltet er eben um entsprechend des synodalen Weges. Das dürfen die nicht, ja, das ist aber auch genau das, was passiert, ja. Und dafür wird aber trotzdem Druck gemacht auf das Gewissen der Gläubigen, dass sie ja nicht vergessen, ihre Kirchensteuer zu zahlen, ja, weil sonst wehe, ja. Ja, und dann benutzen sie komischerweise plötzlich sehr wohl konservative Argumente oder Argumente, die sie ja normalerweise ablehnen. Denn das ist ja wirklich ein sehr autoritäres Gebaren. Ja? Ihr müsst Kirchensteuer zahlen, weil ich das von euch verlange. Ja, egal, ob ihr glaubt, egal, ob ihr mit dem synodalen Weg einverstanden seid. Ja, und dann wird außerdem auch gedroht. Und wenn ihr das nicht tut, ja, dann werdet ihr möglicherweise in die Hölle kommen, weil ihr keine Sakramente bekommt. Also das ist wirklich eine, ich meine, wenn das jetzt, das ist unglaublich, was da abläuft, ja. Das ist ja wirklich geradezu geistiger Missbrauch. Also es ist zumindest am Rande davon. Nochmal, wenn ich das, weil ich das immer wieder sage, wenn ich über die Kirchensteuer zahle, die Gläubigen sind tatsächlich verpflichtet, die Kirche zu finanzieren. Klar, das Geld muss von irgendwann kommen, das kommt, muss von den Gläubigen kommen. Aber das, was hier in Deutschland passiert, ja, was man hier veranstaltet, ist wirklich unglaublich. Ja. Und das erkennt natürlich sehr wohl Kardinal Duca und das erkennt natürlich auch die ganzen anderen. Ja. Die sagen, im Grunde genommen geht es diesen Leuten nur ums Geld. Die wollen ihren eigenen Ding machen, aber das Wichtige ist das Geld. Ja. Und darüber sollten eigentlich tatsächlich diese ganzen Bischöfe nachdenken, ja. Ja, denn es geht denen nicht um den Glauben, ja, ich meine jetzt diese ganzen Synodalbischöfe, es geht denen nur um ihre eigene heretische Agenda und um das Geld. Vielen Dank.